Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zum 97. Teil von meinem epischen Mad Max Let's Play. So, in dieser Folge, wie in der letzten angekündigt, hey, und diesmal bleibt's auch dabei, mache ich das Lager. Und zwar zuerst, ich habe schon gedacht, ich setze den Wegpunkt um, aber hey, ist im Prinzip ja auch scheißegal, ne? Ja. Na, die Loot Camps, da muss ich so oder so hin, aber hey, jetzt mache ich erst das Lager. Weil, warum nicht, ne? Na, obwohl, hier komme ich direkt dran vorbei. Aber okay, ich habe meinen Wegpunkt nicht umgesetzt, deswegen, ja, alles cool. So, okay, gut, alle kaputt. Na also, wäre doch irgendwie blöd gewesen, dran vorbeizufahren, ne? Shit, ja. Shit, sind die schon in Alarmbereitschaft? Macht fast den Eindruck. Boah. Oh. Komm, lass mich raus hier. Ich will raus, verdammt. Boah, war das knapp. Leck mich am Arsch. Okay, sehr schön. So wollte ich das ja haben. So, ja, da bin ich doch jetzt mal gespannt. So, die haben auch schon dekoriert für uns. Mal kurz einen Überblick schaffen. Ah, okay. Wird schon schief gehen. Ach komm. Ja, da habe ich es jetzt hier wieder mit der Kamera. Ich liebe es. Ja. Okay, der war schon kaputt. Na komm schon. Komm. Thank you.
Ja. Ich weiß es nicht, aus irgendeinem Grund. Es ist einfach irgendwie nicht wirklich befriedigend. Ich weiß auch nicht warum. Schade. So, okay. Um was geht's hier eigentlich? Was muss ich machen? Ach, Ölpumpen, okay. So, die Insignie habe ich natürlich gesehen. Das muss ja der Rückweg sein. Aber ist eine coole Anlage. Das führt doch zu nichts. Okay, da habe ich, glaube ich, diesen Bereich jetzt hier erfolgreich abgegrast, so wie ich das sehe. Irgendeiner hätte gern, dass ich näher komme. Aber ich weiß nicht wohin. Gib dich zu erkennen. Dann komme ich dir entgegen. Ja.
Oh, das gibt's doch nicht. Das ist immer was. Oh, was soll der Scheiß hier wieder? Das kann doch alles nicht sein, echt. Gut. Die Pumpe hier jag ich erst zum Schluss hoch. Nicht, dass ich wieder, ja, wie in irgendeiner Episode zuvor, hier irgendwas übersehe, weil das Feuer so mächtig ist. Deswegen gebe ich mir erstmal für den Schluss auf. Ach, Brigitte, gut zu wissen, dass irgendjemand in unserer Familie für das Ende der Welt bereit ist. Gut. So, nur mal so interessenhalber. Wenn ich das hier hochjage, wo geht's dann raus? Wahrscheinlich hier hinten. Oder? Nee. Vielleicht doch hier oben? Sieht auch nicht so aus. Okay. Na ja, gut, okay. Hey, hilft ja nichts. Zünd ich den Scheiß mal an hier. Oh, Max, du. Scheiße, ja? Kann ja nicht einfach sein hier, ne? Oh. Sehr schön, okay, ja, das, jetzt
wenn ich den Ausgang finde, finde ich wahrscheinlich, dass ich den restlichen Scheiße. Eben, wenn ich den Ausgang finde. Was, Ventilrehen? Ah ja, klasse, oh mein Gott. Das habe ich jetzt ja überhaupt nicht gesehen, dass das hier ein Aufzug ist. Oh mein Gott. Da war das Glück wieder bei die Doofen, hey. Oh mein Gott. Hätte ich da jetzt nicht Glück gehabt, das hätte sich nur um Stunden handeln können, echt. Wahnsinn. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier noch irgendwie die restlichen zwei Teile Schrott finde. Ja, das sieht nicht so aus. Ja, und was passiert, wenn ich da runterspringe? Na, dann würde ich doch lieber den Aufzug nehmen, denke ich. Aber jetzt schaue ich erst noch mal kurz hier oben. Vielleicht habe ich hier ja was übersehen. Das wäre natürlich jetzt das Ideal-Szenario, dass ich jetzt hier oben noch irgendwie die letzten zwei Teile Schrott finde. Ja, sieht aber nicht danach aus. Ne, wohl eher nicht. Muss ich wohl doch noch mal zur Pumpe runter. Ja. Aber es wäre jetzt natürlich so schön, wenn das letzte Teil hier auch noch liegen würde. Aber ich glaube, das ist mir nicht vergönnt. Shit. Habe ich da vielleicht mein Auto drauf geparkt? Das wäre jetzt natürlich noch der Überhammer. Nein. Schade. Oh mein Gott. Oh bitte. Ja, scheiße, ich habe jetzt echt gehofft, hier wäre jetzt das letzte Stückchen Schrott zu holen. Scheiße. Habe ich mich zu früh gefreut, ja? Ja, Mist, ja, aber cooler Seiteneingang. Er ist jetzt natürlich schön gewesen.
Ja, habe ich mich zu früh gefreut. Shit. Und ich meine, so verwinkelt, wie das da unten ist, und so verschachtelt, ja, würde mich das nicht wundern, wenn das da unten noch irgendwo liegt. Aber es ist natürlich immer das, was man nicht will, ne? So, jetzt hat man noch eben ein Riesengebiet, also relativ, ne? Wo das Ding irgendwo liegen könnte und dann. Ah. Gut, aber ich denke, ich nehme sicherheitshalber hier mal den Aufzug. Nicht, dass ich dann da runterfahre. Und der Aufzug bleibt da oben. Ich wüsste nicht, wie ich sonst wieder hochkommen sollte. Max, ja, also das mit dem Springen, ja, wenn dann das sowas nervt mich dann auch, wenn das alles ist, ja, kann kämpfen wie ein Weltmeister, aber er kann nicht irgendwie, ja, eine hüfthohe Kante hochklettern. Ja, muss ja nicht sein, dass man in jedem Spiel klettern kann wie bei Assassin's Creed, ja, aber so ein bisschen Mobilität, ja. Ja, ne? Kann echt nicht schaden. Ja, das macht dann immer die ganze Angelegenheit immer nur irgendwie so unnötig krampfig dann. Also ich meine, ja, man verliert ja jetzt nicht den Arsch voll Zeit oder so, ne? Aber es ist halt einfach, ja. Uncool ist es. Ja, ich hoffe jetzt echt, dass ich das. Ah, jetzt habe ich gerade gedacht, oh, da ist es, da ist es. Nein, es ist was zu essen. Ja, sehr schön. Gut, hat auch lang genug gedauert. So, wenigstens weiß ich jetzt, wo ich rauskomme, ne? Das ist mal der andere Vorteil. Oder der einzige Vorteil. Oder wieso überhaupt Vorteil? Ich weiß auch nicht. Ist schon wieder viel zu spät. Naja, ist irgendwie scheiße. Ich fange in letzter Zeit einfach viel zu spät an damit.
Mit Zocken halt, ne? Ja, aber auch hier, also beleuchtungstechnisch finde ich das Spiel auch echt gut gemacht. So die Schattenspiele an der Wand, das ist schon krass, das ist mir vorhin schon aufgefallen, wenn man jetzt die Lampe anhat, man steht vor so einer Maschendrahtzellentür und ja, er tritt die ein, ja, dann bewegt sich natürlich die Lampe und wie dann ja, der Schatten doch in einer sehr hohen Detailstufe an die Höhlenwand geworfen wird. Ja, jetzt hier auch, wenn ich laufe, ja, wenn man jetzt den Zaun hier hinten sieht, ja, den Schatten vom Zaun. Es ist schon gut gemacht. Ja, Explosion und Feuer sowieso. Aber eben, das ja, ist halt dann die Just Cause Engine. Also ja, Just Cause 2 war schon eine positive Überraschung für mich damals auf der 360. Just Cause 3 habe ich ja nicht gespielt. Werde ich vielleicht auch nie. Wer weiß. So, okay, gut. Haben wir das geklärt? Sind auch lang genug unterwegs. Überwegs. So, okay, also vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Teil machen wir irgendwas anderes. Hoffe, es war unterhaltsam. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, macht's gut. Bis dann, Leute. Ciao.